Genau. Und wichtig ist eben auch, dass man, wenn die freundlichen Pferde das gut gemacht haben, dass man das eben mal wieder positiv verstärkt und viel lohnt und bestimmt auch immer ein Leckerchen oder ein Stück Mürbe in der Tasche hat. Dass sie dann auch wissen, dass sie das gut gemacht haben. Der Kleine tut das jetzt auch nochmal. Der meint jetzt auch, das ist nicht hoch genug. Ne, das ist jetzt natürlich auch unterhalb seiner Augen, er denkt jetzt auch, da passe ich nicht durch. Schon mal die nächsten beiden Pferde hier in der Halle. Wir warten eigentlich noch auf eine dritte Kandidatin, die kommt bestimmt gleich aber auch noch. Das sind jetzt hier zum einen der Mäcki mit der Jule. Der Mäcki ist auch noch jung, der ist ja 6. Und ist aber für sein Alter schon recht groß. Mäcki ist über 1,80. Das ist natürlich, das macht es manchmal so ein bisschen schwierig im Umgang und beim Reiten. Jule hat mir gesagt, das wäre so ein bisschen wie bei einem Kind, was eben sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel gewachsen ist. Er muss jetzt erstmal in seinem großen Körper ankommen. Aber der ist auch ein guter Weg. Jule hat den Mäcki seit 2,5 Jahren und hat ihn selber angeguckt. Und ausgewählt. Also der war im Grunde noch ein Baby, als der hier ankam. Ich glaube, der war ein ganzes Stück kleiner, wie viel ist der jetzt gewachsen, seit er hier? Wahnsinn, der ist also in den 2,5 Jahren über 10 cm gewachsen. Das ist für ein Pferd
viel. Der Mäcki hat auch schon ein paar Mal Gelassenheitstraining gemacht, eben dadurch, dass die Jule den auch selber ausbildet. Ich sehe da auch ganz, ganz viel Wert drauf. Der Mäcki hat auch wahrscheinlich auch zum Teil aufgrund seiner Größe so ein bisschen Probleme damit, eben auch auf den Hänger zu gehen oder eben hier, das werden wir vielleicht auch gleich mal beim Flatterband sehen können, durch irgendwelche Stellen, die ihm eben klein und eng vorkommen, vielleicht auch, weil er einfach meint, dass er da nicht durchpasst. Er ist sehr sensibel und auch so ein bisschen bodenscheu und das macht natürlich das Gelassenheitstraining auch noch wichtiger, um ihn da einfach immer wieder an die ungewohnten Situationen gewöhnen zu können.